Hallo zusammen, heute komme ich zum Kurzschluss bzw. zu den Sicherungen. Ich habe hier einen Wechselrichter angeschlossen, das sind zwei Kabel, 25 Quadrat, was hier auf den Minuspol geht und an sich auch hier zwei 25 Quadrat Kabel auf den Pluspol, ohne Sicherung. Ich habe hier mein Testgerät, das ist zur optischen Anschauung. Ein Kabel geht aufs Plus, ein Kabel geht aufs Minus und ich habe hier die Lampe, die leuchtet so schön, die stelle ich mal hier runter. Das heißt, sobald die Lampe leuchtet, habe ich auch Spannung. Und jetzt habe ich ein drittes Kabel, ich habe eine Minusleitung, 2x10 Quadrat. Und dann habe ich eine Sicherung, und zwar sind das 5 Sicherungen à 80 Ampere. Das heißt, das ist eine 400 Ampere Sicherung. Und das habe ich ohne Sicherungshalter, sondern nur so direkt dazwischen geschraubt. Und ihr seht vielleicht hier, das ist eine 80 Ampere Sicherung. Und von der habe ich 5 Stück so zusammengeschraubt. Und wenn ich jetzt mit diesem Pol hier auf diese Schraube gehe, dann passiert irgendwas. Entweder nimmt sie Sicherung oder das BMS von der Batterie schaltet aus. Tack. Die Sicherung ist ganz. Das heißt, das BMS hat vorher ausgeschaltet. Die Batterie hat hier keine Spannung mehr, da geht nichts mehr. Jetzt muss ich alle Verbraucher trennen. Sprich, ich muss hier trennen. Sorry, das war der falsche. Und ich muss den Wechselrichter abhängen, dass ich hier wieder Spannung habe und sonst komme ich nicht zu einem Ergebnis. Hier mache ich euch noch ein anderes Video über Kurzschluss und hier bringe ich euch das gleiche Video, aber anstelle von 400 Ampere gehen wir zurück auf 320 Ampere. Ich wünsche euch einen schönen Tag.